Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. If I was Jay-Z, you'd be my Beyoncé. We can rock the nation like they do. And if I was Da Vinci, you'd be Mona Lisa. Paint a smile perfectly on you. Ich liebe ja Musik und daher dachte ich mir, mache ich mal den Musiktag. Den habe ich auch schon mal vor Ewigkeiten hier auf diesem Kanal gemacht. Allerdings habe ich ihn wieder gelöscht, da das einfach nur schlechte Qualität war. Und ja, ich habe mir hier ein paar Fragen aufgeschrieben, in mein Handy notiert und die werde ich mir jetzt stellen, quasi über meine ganze Musik-Sachen und alles. Ja, los geht's! Also es sind 11 Fragen und die erste Frage lautet, was war dein Lieblingskonzert? Und ich glaube, da muss ich nicht lange überlegen, und zwar das 5 Seconds of Summer Konzert. Ich verlinke euch mal das Video dazu unten in die Infobox und es ist das beste Konzert gewesen, auf dem ich hier war. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es in München war und dass es in der Olympiahalle war, aber es war einfach extrem geil und es war einfach so unrealistisch, dass ich dort war und es war richtig, richtig cool. Was war deine erste CD? Meine erste CD, meine allererste Musik-CD war, glaube ich, von Dunnickel. Dunnickel und die Weißfische. Aber ich weiß es nicht mehr so genau. Irgendeine Musik-CD, irgendeine Kindermusik war das. Aber ich denke mal Dunnickel. Dann die dritte Frage. Welche Musikrichtung kannst du nicht leiden? Schwere Frage, aber meistens Schlager. Na gut, es gibt manche Lieder, die sind gut als Schlager. Ich kann Schlager nicht leiden und so richtig Hardcore-Metal-Rock ist es auch nicht so meins. Nee. Die vierte Frage ist, was ist deine Lieblingsmusikshow? Das ist definitiv nicht DSDS, sondern eine schlechte Show. Aber ich finde The Voice Kids ganz cool. Ich weiß auch nicht, ich finde irgendwie die The Voice Kids besser als The Voice of Germany. Also wo dann die Großen singen. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so. Ich verfolge das jetzt schon seit der ersten Staffel und ich finde es halt einfach echt cool und da kann, glaube ich, die große Staffel nicht wirklich mitreichen. Dann die fünfte Frage ist dein aktueller Ohrwurm. Mein aktueller Ohrwurm ist das neue Lied von 5 Seconds of Summer. Wer hätte es gedacht? Girls Talk Boys, das ist eine Single-Auskopplung aus dem Song. Nee, aus dem Film Ghostbusters. Und nächste Frage lautet, wie viele Musiktitel hast du auf deinem Handy? Ich habe das letztens schon mal nachgezählt. Also jetzt gerade vor ein paar Minuten. Und ich habe 388 Songs auf iTunes, weil ich habe ja ein iPhone und daher. Und ich habe mir ja Spotify vor langer Zeit runtergeladen und da habe ich 274 Songs. Ich glaube, das sind noch ein paar mehr, dadurch, dass ich halt dann eben so viele Playlists habe und da ändert sich das immer wieder. Es sind richtig viele Lieder, die ich da drauf habe, aber trotzdem irgendwie wenig. Die siebte Frage ist Gesang oder Melodie? Das ist schwer zu sagen, weil es gibt auch Lieder ohne Gesang, daher ohne Melodie, das funktioniert überhaupt nicht. Allerdings gibt es aber auch A cappella Songs quasi, dass man dann auch macht, das hat dann auch eine Melodie quasi. Und daher würde ich einfach sagen, beides, aber eher Melodie. Was sagt ihr dazu? Schreibt es unten in die Kommentare. Was würdet ihr sagen? Eher Gesang oder Melodie? Was ist wichtiger? Die Lieblingsband. Das ist eine sehr schwere Frage, denn meine Lieblingsband ist auf jeden Fall 5 Seconds of Summer. Lieblingsalbum ist auch das aktuellste von 5 Seconds of Summer, weil ich sonst nicht wirklich Alben höre, die wo wirklich von nur einem Künstler sind. Daher sounds good, feels good. Die Anzahl an Konzerten, bei denen ich schon war, das ist eine gute Frage eigentlich. Ich war bei James Blunt vor 2 Jahren, dann war ich vor einem Jahr bei den Lochis, dann war ich vor einem Jahr nochmal bei den Lochis, dann war ich dieses Jahr bei 5 Seconds of Summer und bei Sarah Connor und ich glaube, das war es auch schon. Ja, 5 Konzerte waren es. Mein letztes Konzert war Sarah Connor. Das war genau das Konzert, wo sie auch verkündet hat, dass sie schwanger ist. Also für die Leute, die es da draußen noch nicht wussten, Sarah Connor ist schwanger mit dem fetten Kind. Und es war richtig schön, weil sie nicht so diese unnahbare Star war, sondern so menschlich und sich auch mit uns direkt befasst hat oder hat sie auf der Bühne einfach mal Autogramme gegeben. Ich bin halt nicht hingegangen, weil ich da nicht so wirklich durch konnte.
Und ja, Sarah Connor, das war schon ein cooles Konzert. Und das war genau an dem Tag, wo ich mir auch meine Haare abschneiden habe lassen. Für die, die es noch nicht bemerkt haben, dass sie von der Länge auf die Länge abschneiden lassen. Das ist auch schon wieder mit meinem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt oder falls ihr irgendwelche Videos von mir sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch eure Meinung dazu gebt. Zu den Infos, die ich gegeben habe. Und an sich zu dem Thema Musik, was euch so gefällt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und noch was. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Wie ich auch schon im letzten Video gesagt habe, ich habe jetzt mehr Zeit und daher kann ich auch wieder neue Videos produzieren und hochladen. Und es funktioniert jetzt alles wieder und da bin ich ziemlich froh drüber. Und jetzt kommen ganz, 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 ganz viele Videos für euch. Und dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Video. Und um nichts mehr zu verpassen, mich abonnieren, da unten. Und if I was Jay-Z, you'd be my Beyoncé. We could rock the nation like they do.